keine 2 Sekunden oder 3 Sekunden stehendes Bild, Ruckler-Dingensens. Ah, ich warte. Ich baue dann eiskaliertes Ich hin Ding und wieder zuerst. auch. Ach so, sobald ich wieder mal abstürzt, passiert das. Oh Mann. Ich auch nicht. Doch, 23 habe ich noch gemacht. Ich hab kein Holz mehr. Beziehungsweise, ich hoffe, das reicht noch. Warte, ich versuche mal, wie weit das noch reicht. Vielleicht jetzt mit Kabels zu bauen, oder? Aber wahrscheinlich nicht ganz. Okay, ja, bau den Rest zu mit Cobblestone. Das wäre nice. Aber ich finde das gerade voll atmosphärisch. Weil dann mache ich nämlich hier jetzt kurz noch das Feld fertig. Oder halbwegs fertig. Ich brauche noch den Eiseneimer von Lukas, wenn er mir ihn irgendwann mal leihen will. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich kann es dir jederzeit nehmen. Hier ist ein Bär. Dankeschön. Hier, Eiseneimer. Als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, habe ich das mit dem Touchpad gespielt, weil da hatte ich noch keinen. Wie soll das überhaupt gehen? Das war kacke. Und dann hast du es hinbekommen. Ja, das ist ganz schön kompliziert. Also. Ja. Also die Story wollen wir jetzt mal nicht erzählen, was hier vor der Aufnahme alles passiert ist, bis wir dann endlich aufnehmen konnten. Also als Aufnahmezeit war geplant so circa um 9 und aufgenommen haben wir dann so gegen 10, oder? Ja. Hammer geil, also ich würde sagen, also ich meine gut, und jetzt ist es vielleicht extrem lang, aber ich würde sagen ein bisschen noch, oder? Lol, hier regnet ein so ein scheiß Loch rein, ja. Ne? Den so, geht noch. Erde. Da oben pflanzt man einen Baum. Weil das nächste Wichtige ist, nach Melonensuche zu gehen. Noch Melonensuche, weißt du? Junge. Oh Gott. Feuerball, Junge. Nein, das ist jetzt richtig, richtig wichtig. Also als nächstes halt. The next important Sache, what we do, to do sollen, weißt du? Also, ach, weißt du, was ich meine. Und, nein, und... Ja, Max, genau. Wissen wir alle. Was? Ja, Holzschnitt haben wir gar nicht. So ein Holzspiel, so. Verschickt. War der Hintergedanke von dem Holzwäsch. Ja. Nee, und, weil wenn wir das nächste Mal Gold finden, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir uns irgendwie Tränke herstellen können. Oder, ja gut, ich glaube, das schaffen wir noch nicht, uns gleich Tränke herzustellen, weil dazu brauchen wir halt echt viel Gold, weil dann müssen wir uns Goldblöcke machen. Und für einen Goldblock... Ja, netter Warzen. Gut, Schießpulver bekommen wir hin, weil, Lukas, es ist so, wenn wir uns Tränke machen, dann füllt es erstens mehr Leben auf und zweitens können wir, wenn wir es mit Schießpulver in Verbindung bringen, können wir den Trank werfen. Das heißt, wir können uns zusammen auf eine Stelle stellen und dann den Trank auf den Boden werfen, dann bekommen wir alle Leben aufgefüllt. Aber halt, also nicht alle, also kommen wir alle halt Leben aufgefüllt, aber halt nicht alle Leben. Also, das war jetzt total unlogisch erklärt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber ich denke, lohnt es sich da nicht was? Doch insgesamt irgendwie. Na, ich weiß nicht. Was? Ich denke, insgesamt lohnt es sich trotzdem. Ja, mehr, am Anfang schon, natürlich, aber ich würde sagen, die nächste Tour ist einfach mit viel Essen in der Höhle und Rüstung haben wir. Rüstung? Ach Mann, Rüstung haben wir da jetzt. Und dein epischer Sprach. So, Max, das wird jetzt dein Rüstung. Das habe ich jetzt gerade so festgelegt. Also, man muss für Leute, die es nicht wissen, Lukas, sein Sprachfehl. Lukas, sein Sprachfehl war das größte, also was er halt jemals gesagt hat. Wo er da irgendwie so ein Infovideo gemacht hat, irgendwie mit so einem Update mit so Katzen, mit diesen Dschungelkatzen, und dann hat er irgendwie gemeint, da müssen wir uns entscheiden, denn, und so, das war, nein, das war nur so, dass die Leute... Ja, ist jetzt gut. Rüstungen. Will jemand Leder? Ich glaube, ich mache mir ein Ledergürtel, dann können wir uns ja schon mal Betten bauen, jetzt ne? Jetzt hab ich was, um dich zu wissen. Leder. Lederrüstung. Mach dir doch lieber Rüstungen draus. Ja, genau.
Alter, das sieht doch viel stylisch aus, meine Schuhe, oder? Guck dir mal meine Schuhe an. Oh Mann. Hammer geil. Ich weiß nicht warum, aber ich baue mir gerade so einen Keller. Ey, wie findest du die Schuhe? Hammer schön. Max, ich weiß zwar nicht warum, aber ich baue mir gerade so einen Keller. Guck mal die Schuhe. Okay. Meine Schuhe. Warte mal kurz. Stylisch, oder? Ja, was? Irgendwie schade, dass man die Schuhe nicht irgendwie so als Helm aufziehen könnte oder sowas. Oder umgedreht. Ja, nein, weißt du, ich bin immer in der größten Mode. Max, eigentlich wollte ich diese neuen Diamantenstiefel, aber die haben mir doch zu viel gekostet. Hab ich mir gedacht, nee, ich lass es mal lieber. Und die Tür ist irgendwie jetzt unnötig hier drin, ne? Wisst ihr schon. So. weil die können wir nämlich jetzt hier hinsetzen. Guck hier. Guck hier. Ja, das ist schön. So, zum Glück nervt es jetzt nicht. Ja, ich komm mit. Ich mach weil dann, oder dann würde ich sagen, gehen wir beide einfach auch mal mit, ne? Und, nee, das ist das Wichtige. Ich baue hier einfach nur den Keller aus. Wobei, was wir schon alles erlebt haben, mich wundert es irgendwie, warum wir kein Licht gemacht haben. Nein, was ich eigentlich sagen also wollte, ist nämlich, dass wir jede Tageszeit ausnutzen müssen. Also vor allem, wenn es jetzt Tag ist, oder bald Tag wird wieder, hoffe ich mal, dass wir dann, die Männer gucken zu, die Frau arbeitet, und. Alter, sorry, aber das sah gerade so geil aus, dass wir unterhalten und so, und du baust da halt einfach so. Nein, ist okay, wir helfen dir auch. ja, ich helfe dir. Ach, wie nett, du hilfst mir. Naja, wir helfen dir. Das schaffst du. Wir feuern dich an. Nein, was ich sagen wollte, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir, wenn es nächstes Mal Tag wird, dass wir auf Schafsuche gehen. Mit einer Schere würde ich es machen, weil da bekommen wir erstens mehr Wolle. Mehr Schafe, ja, würde ich gerade sagen. Was, sollen wir schlafen? Nein. Bekommen wir dann eigentlich auch Leben wieder? Ist hier im Urlaub oder was? Nein. Warum sollten wir? Weil wir so toll sind. Ja, ist doch so. Ein bisschen schlafen gehen, dann bist du gleich wieder fit oder wie? Nee. So läuft das nicht. Ich baue mal noch eins tiefer, okay? Weil einfach nur aus dem Grund, das ist irgendwie... Einfach nur... Immer die dreckigen Geschäfte, Alter. Oh mein Gott. Meine Spitzhacke ist down. Down, down. Haben wir eigentlich noch Diamanten? Nee, ne? Wie ist gegeben? Aha. Naja, Lukas. Drei glauben. Obwohl, nee, Quatsch, nee, haben wir nicht. So, begradige bitte jetzt noch eben diese Wand und. Ja, dürfte ich vielleicht meine Fackel aufhängen? Nein, du nicht. Nee, also, ich finde meine Schuhe verübel stylisch, Alter, ganz ehrlich. Alter, das sieht aus. Das sieht aus wie so ein Tiefseetaucher mit Schuhen aus Kanada. Oh mein Gott, wie so Winterboots, Alter. Total episch, ey. Da die Skyrim-Moderation schreibt mich hier die ganze Zeit an. Bam, 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 bam. Also bis jetzt macht mir das Let's Play extrem viel Spaß, muss ich sagen. Jetzt so. Eiskalt irgendjemand so, ja. Nö, verpiss mich jetzt, tschüss. So hätte ich das... Ich weiß nicht, mir war irgendwie langweilig. Weißt du, das ist so keine Trennmauer. Was wird das denn jetzt hier? Frau, Mann. Wollen wir irgendwie... Da brauchen wir zwei WCs. Ich trenne mich auch. Also warte, das ist das ist deins hier. Und... Ich krieg schon einmal Wasser rein. Oh mein Gott, ey. Was machst du eigentlich jetzt da, Lukas? Irgendwo führt die hin. Was für eine Höhle? Ach, die, wo du es gleich finden wirst, hast du gesagt? In der Höhle. Ich guck mal, ob es Tag ist mittlerweile. Ach, lass mich hoch. Ich kann die Zukunft sehen. Ah. Ich hoffe einfach mal, dass es bald wieder Tag ist, weil ich keinen Bock mehr auf das. Ja, es ist Tag, aber es regnet. Aber es ist Tag. Also, Lukas, raus. Wir müssen jetzt gucken, dass wir echt abgehen. Wie Schnitzelwurst. Und zwar mache ich mir jetzt erstmal. Okay. Ja, du fällst Bäume, genau. Und ich gehe mal auf Schafsuche und auf Essenssuche. Lukas, ich glaube, wir beide gehen auf Essenssuche, oder? Oder was machst du noch? Ja, ich.
Dann komm mit mir mit. Essen hier, andere Seite. Das ist da jetzt das Gescheiteste, was wir machen. Ja, nee, ist egal. Ja, ich geh jetzt hier raus. Apfel! Ich geh hier raus, dann geh ich andere mal hier Seite, rüber. Nee. Ja, und weil ich hab dann auch alles hier zugebaut. Hin, mit hier hin. Da kommt man nicht raus. Adventure bei Balder. Oh, das ist der Regen, Alter. Ganz ehrlich. Nein, also du brauchst mir... Nee, aber weil ich... Also, ich also erstens... Weg, also gar nicht, glaube ich. Wie kommt man denn hier aus der Mauer raus? Das ist ja, ja gar keine Tür. Ich würde sagen, die Wüste checken wir auch noch kurz ab, ob da vielleicht irgendwie meint, da muss irgendwie ein NPC drauf sein. Oh mein Gott, Lukas. Alter, Lukas, komm mal noch zurück. Ja. Da bist du vielleicht gerade ganz knapp dran vorbeigelaufen. Su, lass das aber, so dass da keine Tür ist, das ist ja, extra für dich auf jeden Fall. Alter. Oh, ich glaube dann. Das war jetzt aber, und ich wüsste wirklich noch nicht, ob ich weitermachen würde mit Su. Also ich meine eigentlich ja schon, ne? Nein, also das war jetzt nicht negativ gemeint, aber wenn du dich nicht traust zu kämpfen, dann brauchen wir nicht zusammen einen Enter Dragon besiegen. Ja. Ja, der ist easy, nein. Ja, der Ender Dragon ist ja nicht so, das ist ja ein bisschen, der, wenn man den trifft, dann, ja, da fliegt der dann wieder, wenn man den trifft, ja? Und da muss man ja auch nicht Nahkampf, da hat man ja Pfeil und Bogen, das geht ja alles ein bisschen besser, aber... Ja, nein, ich meine, das Problem ist halt einfach, erstmal bist du halt dahin kommst, weißt du, dass du auch Pfeile hast und so ein Scheiß, der brauchst du halt auch ein bisschen. Und, ja. Ja. Deswegen, na klar, schaffen wir das. Das dauert wirklich seine Zeit. Aber irgendwann schaffen wir es. Ich weiß nicht, wie viele Season es dauern wird. Vielleicht also wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wie wir jetzt angefangen haben anzufangen, ja, lol, we will see. dann denke ich mal, schaffen wir das schon. Angefangen. Ja gut, aber. Naja, bisher war es 75% Glück. Alter, Lukas, ich hab das nicht gesehen. Lukas. Außerdem, Lukas, wenn wir vielleicht die Richtung rennen, dann kommen wir vielleicht schon zum alten Haus, gell? Ja, ja. Ja, und unser. Da hinten nein, nein, wir lassen dich schon nicht allein. Ja, aber ihr rennt doch nicht zu dem alten Haus, dann denkst du. Ein Bug. Nein, weil ich würde ganz. Wir werden noch nicht gehen. Ach, hier ist noch. Ein Bug. 0:00.